Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag. Heute ist Montag, der 11. Februar und bei mir ist Hartmut Ewing. Er ist FDP-Bundestagsabgeordneter. Sein Wahlkreis ist in Berlin und Sie sind im Kulturausschuss. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Man plant, Humboldt-Forum kostenlosen Eintritt zu gewähren und das heißt für die anderen Museen, die auch im Bundeshand sind, das ist quasi die ganze Museumsinsel, ja, das dann auch zu machen. Sie sind dagegen, ja, das frei zu machen, denn die Kosten bleiben ja, die werden ja durch Eintrittsgelder oder durch kostenlosen Eintritt nicht vermindert, sondern das muss ja der Steuerzahler dann bezahlen. Ja, also erstens wird das in den 3 Jahren nicht für alle Museen gelten, sondern nur für das Humboldt Forum. Das heißt, die anderen Museen müssen weiterhin Eintritt verlangen. Das ist sozusagen das eine. Das heißt, mit anderen Worten, da wird meines Erachtens eine Abwanderung passieren von den anderen Museen hin ins Humboldt Forum. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass in den Museen Sicherheitspersonal weiterhin sozusagen beschäftigt werden muss. Das heißt ja nicht, dass wenn ich kostenlos Eintritt nehme, also keinen Eintritt nehme, dass dann ich Personal spare. Da ist nichts gespart. Und das, was ich sozusagen an Eintrittsgeldern nicht erhalte, muss der Bund finanzieren. Das heißt, auch Sie, Herr Brinkmann, Sie haben davon nichts, weil Sie müssen dann wahrscheinlich über die Steuern das finanzieren. Also wie auch immer, wie man es dreht, die Diskussion dauert noch ein bisschen und dann warten wir mal ab, was passiert. Anderes Thema im Kulturausschuss ist Raubkunst. NS-Raubkunst. Nun hat die Nationalbibliothek oder die Landesbibliothek, die Staatsbibliothek festgestellt, dass unter ihren vielen Millionen Büchern mindestens 1 Million sind, die Raubkunst sein könnten oder sind. Ja, es ist ja die Debatte Raubkunst hat sich ja im Oktober, November letzten Jahres nach oben gepegelt, weil wir die Washingtoner Erklärung seit 20 Jahren haben. Die Inhalt dieser Washingtoner Erklärung ist, dass das öffentliche Museum freiwillig NS-Raubkunst an die Berechtigten, an die ehemaligen Eigentümer zurückgeben sollen. Und das ist diese Erklärung. Sollen seit 20, oder müssen? Ja, eigentlich müssen. Das ist ja eine freiwillige Vereinbarung. Von daher hat die ja keine Rechtskraft. Das sollen und müssen und dürfen und möchten ist damit sozusagen juristisch letztendlich ein bisschen schwammig. Es ist eine Selbstverpflichtung der Staaten gewesen oder immer noch. Leider ist da aber in den 20 Jahren seit der Erklärung gar nichts passiert, sowohl in öffentlichen Museen relativ wenig. Wir hatten ja, oder es ist damals dann die sogenannte Limbach-Kommission eingeführt worden, die Zweifelsfälle klären sollte. Die hat letztendlich in den 20 Jahren 15 Fälle sozusagen bearbeitet, respektive sozusagen gefunden. Und ja, und wir haben ja in der letzten Zeit gesehen, dass oder auch gehört, dass in der Staatsbibliothek 1 Million Bände an Büchern sozusagen mit Raubkunstverdacht liegen sollen. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich bedauerlich, denn wir haben 70 Jahre nach Kriegsende und offenbar ist da wirklich sehr wenig getan worden. Nun kann es daran liegen, dass da keine Mitarbeiter dafür da sind. Es kann aber auch daran liegen, dass... Ja, man muss doch jedes Buch rausnehmen und ja, gucken, ob da klar, irgendwas... Ja, sicherlich. Aber man erkennt dem Buch ja nicht an, ob es geklaut ist. Ja, aber ich denke, wir haben da schon auch eine ethische Verpflichtung dazu. Und wir haben 70 Jahre nach Kriegsende, 20 Jahre nach dieser freiwilligen Erklärung. Es macht Arbeit, aber... ich finde gerade, wenn man diese öffentliche Selbstverpflichtung sieht, dass ich Raubkunst zurückgebe und eigentlich dafür recht wenig tue und gleichzeitig aber, der Fall Gurlitt ist ja, haben wir ja auch besprochen, gleichzeitig aber eine private Person, die lediglich Erbe Erbe war von NS Raubkunst, öffentlich an den Pranger stelle, da wird mit doppelter Moral gespielt. Und das ist das, was ich eigentlich anprangere. Also auch noch ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Sie genau, und eine Ergänzung dazu haben wir jetzt in übernächste Woche im Kulturausschuss eine öffentliche Anhörung, wie wir möglicherweise die Verfahren beschleunigen können und auch das System ändern können, um
wirklich rasch zu gewährleisten, dass wirklich Raubkunst zurückgegeben werden kann. Ja, und da muss man nur noch mal sagen, 70 Jahre nach Kriegsende wird es eigentlich mal Zeit, dass das wirklich geklärt wird. Sie haben eben gesagt, Sie sind auch noch im Petitionsausschuss. Da fiel mir so eben ein, Petitionsausschuss, das ist der Ausschuss, wo ich hinschreibe, wenn ich was will oder mich beklage. Oder was landet da bei Ihnen auf dem Tisch? Also das ist, der Petitionsausschuss ist tatsächlich der, also der Kummerkasten der Nation. Der Kummerkasten der Nation ist, und das ist auch gut so. Jeder Bürger hat ja das Recht, wenn und zwar laut Grundgesetz das Recht, sich im Bundestag sozusagen hinzuwenden mit einer Petition, wenn ihm etwas nicht gefällt oder er sich ungerecht behandelt fühlt oder er meint, dass auch Gesetze nicht gerecht sind. So kommen im Jahr ca. 11.000 Petitionen im Bundestag an. Also der Petitions. Wie wenig? Bei 80 Millionen Einwohnern? Ja, aber ich finde. Das ist ja nicht so toll. 11.000, aber Sie müssen sie alle lesen. 11.000 Petitionen heißt ca. 1.000 Petitionen im Monat. und die 11.000, also quasi 1.000 Petitionen im Monat müssen bearbeitet werden. Und zwar werden die wirklich tatsächlich, sie werden gelesen, sie werden bearbeitet und sie werden jeweils von einem sogenannten Berichterstatter der Koalition und von einem Berichterstatter der Opposition bearbeitet. Sie werden, das? Ich bin natürlich Opposition in dem Sinne. Wir haben sind das, Sie der Berichterstatter? Naja, wir haben das aufgeteilt. Wir haben drei, also aus der FDP sind drei, wesentlichen drei Personen, die sich die Arbeit teilen. Aber ich bin einer von den Berichterstattern, insbesondere für Steuerrecht, Sozialrecht und Luftverkehr und aber noch andere Themen, so aufgeteilt nach Themengebieten. Und ja, es kommen so circa 30 Akten pro Woche in mein Büro rein, die bearbeitet werden müssen. Das heißt, ich jetzt verschaffe Ihnen noch mal 30 zusätzliche Arbeitsvorgänge. Wenn Sie ein Problem haben, dann schreiben Sie Hartmut Ewing, ja, Petitionsausschuss. Genau, ich wollte eher an den Petitionsausschuss schreiben. Ja, aber es landet ja trotzdem bei Ihnen. Es landet dann bei dem jeweiligen Berichterstatter. Ja. Aber wie gesagt, es ist wirklich auch die Anregung an die Bürgerinnen und Bürger draußen, wenn sie wirklich ein Problem haben und meinen, sich ungerecht behandelt zu fühlen, dann wirklich schreiben Sie an den Bundestag. Was bewegt denn diese 30, die Sie jetzt immer auf den Tisch kriegen? Ja, was steht denn da drin? Was bewegt die Leute momentan? Es ist wirklich bunt gemischt. Also natürlich haben wir viele Sozialfälle, viele Fälle aus dem Sozialbereich, wo nicht zu wenig Rente oder ja, wo die Berechnungsgrundlagen wirklich auch teilweise auch nicht durchschaubar sind, wo gerade im Sozialbereich werden ja Einkommen angerechnet, zum Beispiel zugerechnet. Da gibt es wirklich verschiedene Rechenmethoden, die sowohl für den Bürger als aber auch tatsächlich auch für mich nicht klar sind. Es werden teilweise wirklich natürlich auch im Umweltbereich werden Mängel festgestellt und angesprochen. Es werden Ungerechtigkeiten im Steuerrecht aufgedeckt. Und Sie sind Steuerberater, nicht? Ich bin selber Steuerberater, ja. Deswegen landet das bei Ihnen. Deswegen habe ich auch gesagt, also die steuerlichen Sachen, die mache ich gerne, weil ich natürlich damit auch eine Vorerfahrung habe, die natürlich auch hilft. Und so haben wir ja doch intern auch wirklich die Sachen aufgeteilt, entsprechend. Wie geht denn das jetzt weiter? Sie lesen das, dann schreiben Sie eine Antwort an den Petenten. Nein, also es sieht so aus, dass wir haben für die Petition eine Verwaltungseinheit mit ca. 200 Mitarbeitern sogar, die bereiten die Petition vor. Wenn eine Petition reinkommt, wird sie natürlich immer grundsätzlich geprüft, ob es nicht etwas ist, was man eigentlich sozusagen, was im Rechtswege zu klären ist. Wir sind ja kein Gericht, sondern das ist ja eine Aufgabe der Gerichte. Und dann wird grundsätzlich erstmal vom quasi von der Verwaltung Anfragen an das jeweilige Ministerium gestellt und mit der Bitte um Stellungnahme. Dann kommt die Stellungnahme des Ministeriums zurück. Dann gibt der Ausschussdienst eine Empfehlung ab
und schreibt auch letztendlich schon eine Empfehlung. Und diese Empfehlung mit der Akte, mit der Petition des Bürgers kommt dann an den jeweiligen Berichterstatter, also dann zu mir. Und ich überlege mir das dann, ob dann die Empfehlung des Ausschusses sachgerecht ist oder ob ich eine andere Meinung habe. Und so auch dann der Berichterstatter der Großen Koalition. Und kann man mal so sagen, in 80% der Fälle ist das, was der Ausschussdienst bereits vorgeschlagen hat, in Ordnung. Aber es sind halt 20%, wo wir anderer Meinung sind. Und die 20%, wo wir anderer Meinung sind, die kommen dann in den Petitionsausschuss und werden dann mit in der Runde von ca. 30 Abgeordneten besprochen. Am Mittwoch früh um 8 Uhr. Also halte ich das mal fest, wenn Sie meinen, dass wenn Sie im Bundestag schreiben, im Petitionsausschuss schreiben, das ist verlorene Liebesmühe. Das stimmt nicht. Das wird alles, jeder Brief wird beantwortet. Auf jeden Fall beantwortet und zwar auch wirklich inhaltlich sehr ausführlich beantwortet. Ich finde teilweise sogar sehr ausführlich, also dass ich sage, man könnte es auch kürzer machen, aber natürlich ist das wirklich auch wichtig und gut, dass man wirklich im Umfang auch eine Antwort bekommt. Unsere Sendezeit ist um und meine Bitte ist, jetzt überlegen Sie mal, was Sie im Hartmut Emig Petitionsausschuss schreiben, wenn Sie sich vielleicht geärgert haben. Also wenn Ihr Kind eine falsche Schulnote gekriegt hat, ist das nichts für einen Petitionsausschuss. Aber wenn Sie meinen, dass Ihre Rente falsch berechnet ist oder das Finanzamt Sie nicht richtig taxiert hat, dann sind Sie bei Ihnen richtig. Ne? Also, dann tun wir mal heute ein gutes Werk. Überlegen Sie mal, ob Sie mal eine Petition schreiben. Dann kriegen Sie noch eine Akte mehr. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Hartmut Emig, FDP-Bundestagsabgeordneter und im Kultur- und Petitionsausschuss. Petitionsausschuss ist ganz wichtig. Das wollte ich immer schon mal angesprochen haben. Was passiert eigentlich, wenn ich den Bundestag schreibe? Es wird geantwortet. Prima. Danke, das ist nicht nur ein Versprechen, das ist Realität. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wie immer nächste Woche wieder. Bis dahin. Danke und tschüss, Montagabend, 20.15 Uhr aus dem Bundestag, immer auf TV Berlin. Bis dahin, danke und tschüss.